Warum ist das so? Warum ist es anderen Leuten so wichtig, eine Person fertig zu machen oder niederzumachen aufgrund von Sexualität oder Aussehen oder aufgrund von irgendeiner Sache, die mit dieser Person eigentlich gar nichts zu tun hat? Ich bin Lars, ich bin Schauspieler und ich gebe dieses Interview, um Aufmerksamkeit auf das Thema Mobbing bzw. Cybermobbing zu lenken. Das erste Mal bin ich mit Mobbing in Berührung gekommen, das war in meiner Schulzeit. Damals konnte ich es aber noch nicht wirklich eingliedern, was es war. Ich war immer irgendwie anders in der Klasse. Ich wurde für einen Ausländer gehalten, weil ich dunkle Haare habe. Ganz banale Dinge eigentlich. Ich wurde ausgegrenzt in meiner Klasse, in die ich leider auch neu gekommen bin, weil ich einen Schulwechsel hinter mir hatte. Und es war halt schwierig, Anschluss zu finden. Und als junger Mensch möchte man immer Anschluss finden. Und die Situation ist halt die, dass man halt alles dafür tut, um einer Gruppe zu gefallen und Teil davon sein zu wollen. Und für junge Menschen, gerade für junge Menschen, ist es sehr schwierig, wenn sie auf Ablehnung stoßen. In meiner Klasse damals war es eher unterbewusstes Mobbing. Es war tatsächlich eine Ausgrenzung. Es gibt halt immer so die populären Kinder in der Schule, zu denen man warum auch immer gehören möchte, in die Gruppierung. Und diese Kinder entscheiden dann auch, wer geeignet ist für einen Zusammenhalt und wer nicht. Und man möchte halt dazugehören. Und wenn man dann auf Ausgrenzung stößt, dann kann man das nicht so gut verarbeiten, gerade als junger Mensch. Natürlich gab es damals und auch heute noch Vertrauenslehrer, an die man sich wenden kann. Zu meiner Zeit, das war vor ja, 25 Jahren, war es eher so geregelt, dass man gesagt hat, ja, das sind halt Kinder. Kinder sind grausam. Die regeln das unter sich. Umso besser ist es, dass es heutzutage Hilfe dafür gibt. Man fühlt sich einfach nicht dazugehörig, ausgegrenzt, warum auch immer. Man kann es gar nicht so wirklich verpacken als junger Mensch. Man denkt dann nur, warum? Was habe ich falsch gemacht? Bin ich schuld daran, dass andere Leute mich nicht mögen? Was kann ich ändern? Was kann ich tun? Aber man muss dann realisieren, dass Menschen, wenn sie keine Lust auf jemanden haben, einfach einen ausgrenzen wollen. Und man muss sich dann halt natürlich auch selber fragen, warum möchte ich dann zu einem Klassenverband oder einer Gruppe gehören, die mich offensichtlich nicht mögen? Warum ist es mir so wichtig, ein Teil davon zu sein? Natürlich versucht man sich zu wehren gegen das Mobbing in der Schule. Man sagt, hört auf damit, was soll das? Es ist nicht lustig. Was habe ich falsch gemacht? Warum ist das so? Wenn man nun die Mobber direkt anspricht, dann bietet man noch mehr Angriffsfläche, weil man signalisiert, dass es einen verletzt. Und wenn man sich verletzlich gibt, dann gibt es mehr Grund zu verletzen für die Mobber. Dann habe ich mich isoliert, habe mich zurückgezogen und war mehr für mich und habe mich auf meine Schule konzentriert, weil ich einen guten Schulabschluss machen wollte und habe es nicht so wirklich an mich rangelassen mehr. Ich habe dann aufgehört, darüber nachzudenken, warum passe ich nicht rein, warum ist das so. Dann habe ich für mich gemerkt, das Gefühl ist eigentlich ganz gut, unabhängig für mich zu sein und hatte dann allerdings von anderen Ausgegrenzten Freundschaftsangebote bekommen, was man auch gut in dieser Situation nachempfinden konnte. Alle hatten dann praktisch das Problem, oder was heißt alle, aber die paar Leute hatten das Problem, dass sie nicht dazugehören. Also hatten wir unter uns gesagt, eine eigene Gruppe gebildet. In der Zeit meiner eigenen Isolation von der populären Gruppe hat es eigentlich immer mehr nachgelassen, weil ich damit signalisiert habe, mir ist es vollkommen egal, wie ihr über mich denkt, was ihr denkt, ob ihr jetzt über mich lacht oder lästert oder was auch immer. Das hat vielleicht so eine gewisse, ja, vielleicht so ein gewisses Selbstbewusstsein ausgestrahlt, wo man dann gemerkt hat, okay, gut, an diese Person kommen wir nicht mehr ran, dann lassen wir halt von dieser Person ab. Mir war es auch tatsächlich im Endeffekt nicht mehr so wichtig, dazuzugehören. Aber das habe ich für mich alleine entdeckt und ich hatte nicht wirklich Hilfe, um auf diesen Weg zu kommen.
das kam einfach mit der Zeit. Also es war unvermeidlich, weil was hätte ich sonst tun sollen, außer mich zurückzuziehen, für mich zu sein und dann mich selber von allem abzugrenzen. Support hatte ich nicht wirklich. Ich meine, klar hat man mit seinen Eltern darüber reden wollen, nur meine Eltern waren auch geschieden gerade frisch zu diesem Zeitpunkt und meine Mutter hat sehr viel gearbeitet. Und zu meinem Vater hatte ich damals sehr wenig Kontakt. Also musste man das alles mit sich selber so ein bisschen ausmachen. Umso besser ist es, dass es heutzutage Hilfe gibt. Gerade die Kampagne von der Barmer bietet Hilfe und Hilfsangebote. Heutzutage denkt man schon darüber nach, wie sehr es mich beeinflusst hat. Ich bin halt sehr für mich. Ich habe auch so einen Schutzmechanismus entwickelt. Ich gehe meistens in den Sarkasmus dann rein, um mich selber drüber lustig zu machen, um mir selber auch keine Angriffsfläche zu bieten. Und Mobbing war immer so ein Thema, ich konnte es nicht greifen, weil damals gab das Wort Mobbing noch nicht und die Definition von Mobbing. Man wusste halt immer, okay, das ist nicht korrekt, was Leute mit einem machen. Warum ist das so? Ich muss mich irgendwie wehren. Kinder sind grausam, wurde dann immer gesagt. Und das war einfach so. Ich weiß nicht, ob die Mobber von damals wissen, dass sie gemobbt haben. Wenn man mal in die Sandkastenzeit zurückdenkt, als kleines Kind, was noch nicht wirklich Regeln kennt und nicht wirklich weiß, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, kann ich mich daran zurückerinnern, dass ich das auch gemacht habe, weiß ich nicht, ein kleines anderes Kind geschubst haben. Und dann meinte das Kind so, nein, hör auf damit. Und irgendwie hat es getriggert, um dann noch mehr zu piesacken. Also jeder Mensch hat das schon mal durchgemacht. Also wer gesagt hat, nein, ich war immer gut, das stimmt nicht. Man muss es halt lernen, es ist ein Lernprozess. Und genauso muss man lernen, aufhören zu mobben. Heutzutage ist es viel leichter, gemobbt zu werden. Die sozialen Netzwerke sind perfekte Kanäle dafür, um Mobbern eine Chance zu geben, ihre Opfer zu finden. Sie haben 24 Stunden am Tag Zugriff auf öffentliche Profile im Internet oder in gewissen Apps, sozialen Netzwerken und können sich auch noch Zeugen oder Mittäter suchen. In einer Gruppe, die anonym ist, fällt es Leuten einfacher, stark zu sein gegen ein Opfer. Und umso wichtiger ist es, gerade auch Zivilcourage da zu zeigen, auch im Netz eine Präsenz zu haben, die dem Einhalt gebietet. Also ich bin so ein Mensch, wenn ich merke, dass es zu heftig wird, gerade auch auf meinen sozialen Netzwerken, dann blocke ich Menschen einfach, um einfach auch keine Plattform zu bieten. Natürlich bin ich für freie Meinungsäußerung, aber Beleidigung und Hass ist keine Meinung. Und da differenziere ich dann auch. Wenn es einfach nur Kritik ist, weil ich weiß, oh, da ist gerade eine erwachsene Person, die gerade irgendwie Dampf ablassen will, warum auch immer, dann sage ich, ich befasse mich gar nicht damit. Das ist eher dann so, ja, das ist eine erwachsene Person, die nichts Besseres zu tun hat, als in ihrer Freizeit anderen Leuten ein schlechtes Leben wünschen zu wollen oder einen schlechten, negativen Einfluss zu geben. Aber davon muss ich mich doch nicht abhängig machen. Schlimm wird es dann nur, wenn es halt wirklich Hass ist und Beleidigungen kommen aufgrund von Äußerlichkeiten oder Sexualität. In meinem Fall war das auch das Thema. Ich hatte mich vor ein paar Jahren offiziell geoutet zu meiner Homosexualität. Und es gab eine große Resonanz positiver Kommentare, was mich natürlich gefreut hat. Nur es gab eben auch die negativen Kommentare. Und die lässt man dann schon an sich ran, weil man bietet halt Angriffsfläche. Und dann denkt man einfach, warum? Also warum ist das so? Warum ist es anderen Leuten so wichtig, eine Person fertig zu machen oder niederzumachen aufgrund von Sexualität oder Aussehen oder aufgrund von irgendeiner Sache, die mit dieser Person eigentlich gar nichts zu tun hat. Man muss dann einfach lernen, zu sagen, das sind Leute, die ihren Frust abbauen wollen und ich persönlich werde meine Freizeit garantiert nicht dafür opfern, darauf zu achten oder denen eine Plattform zu bieten. Wenn es zu heftig wird, dann blockiere ich die auf meinen sozialen Netzwerken, aber ich bin immer für freie Meinungsäußerung. Nur Beleidigung und Hass ist keine freie Meinung. Anhand meiner Erfahrung zum Thema Mobbing kann ich nur sagen, Leute, die sich schlecht behandelt fühlen, versucht nicht
den Leuten imponieren zu wollen, die euch schlecht behandeln. Versucht aber auch nicht, wie ich, in eine Isolation zu gehen und sich abzuschotten. Versucht eher, Leute zu finden, die vielleicht in eurer Situation, in eurer Position sind. Und genauso bietet soziale Netzwerke eine Möglichkeit für Opfer, andere Leute zu finden, denen sie sich öffnen können. Ich kann Betroffenen mit auf den Weg geben, ihr seid nicht schuld. Ihr seid nicht schuld daran, dass Leute ihren Frust bei euch abladen wollen. Ich weiß selber, es kann manchmal sehr hart sein und sehr schwer sein. Aber es gibt tatsächlich auch Hilfsangebote, gerade von der Barmer. Als Mensch muss man sich immer bewusst machen, dass man andere Leute mit seinen Worten treffen kann. Man hat immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Man hat immer die Möglichkeit, seinen Mund zu halten. Man muss nicht aktiv mobben. Meine Mutter hat mich nach dem Beispiel erzogen, behandle Menschen so, wie du gerne selber behandelt werden möchtest. Denk mal drüber nach.